Moin meine Lieben und willkommen zu einem weiteren kleinen F1 Video. Heute fahren wir in F1 2020 mit dem 2010er Red Bull RB6 von Sebastian Vettel und Mark Webber und versuchen die Polezeit von Vettel in Suzuka zu toppen in 1:30.785 und wir gucken mal, ob uns das zumindest ansatzweise gelingt. Legen wir los und gucken wir mal, wie es läuft. So ein bisschen Dave gegen die Welt, nur halt mit einer Zielzeit. Okay, Quersteher schon mal. Nicht gut. Okay, let's go. Ja, der V8-Sound natürlich schon ziemlich nice. Bis 18.000 dreht er, der Motor. Ah, ich muss vielleicht ein bisschen aufpassen, weil das Setup ist ein bisschen biestig. Ah, erster Versuch. Wir schauen mal, wie weit wir zeitentechnisch kommen. Eieiei, Auto lenkt aber teilweise auch echt krass ein. Halleluja. Das ist 1:54.0 die Zeit, die wir hier toppen. Ist dem denn tatsächlich so? Bin ich hier gerade wirklich schon auf Kurs 1:24er Zeit oder sowas? Oder ist es Sektor 2 erst? Nein! Okay. Kein Cut. Null. Weiter pushen. Läuft. Okay, wir sind schon mal 38 Sekunden schneller als die Zeit hier nach Sektor 2. 39 Sekunden. So, rechts über den Korb. Links über den Korb. Und es wird eine 1:34er oder so, 1:33. Okay, da müssen wir noch ein bisschen pushen. 1:30.785 ist ja das Ziel. Oh, 9 Zehntel noch. Let's go. Okay, 4 Zehntel schon mal nach dem ersten Sektor. Das ist not bad. Sieben Zehntel. Nein! Gilt immer noch. Okay, Spoon ist sehr, sehr entspannt, was die Track Limits angeht. Okay, Runde 2 ist beendet, eine 1:31.0. Wir sind jetzt ziemlich genau 2,5 Zehntel hinter Vettels Polezeit. Let's go, keep pushing. Oh! Okay, schöner Exit aus Spoon. Let's go. 2,5 Zehntel können wir schaffen. Das hat beim letzten Mal in Abu Dhabi so unfassbar lang gedauert, die Zeit von Vettel zu unterbieten. Oh, Quersteher. Reicht es? Das ist ein 1:30.756. 29.000 schneller als das, was Vettel da vor 12 Jahren mittlerweile hingezaubert hat. Natürlich gilt wie immer, es ist natürlich nur ein Videospiel und in der Realität ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Wir gucken uns aber kurz mal das Setup noch an. Also ich bin super überrascht, wie schnell das hier ging, denn ich werde euch auch im Abspann verlinken. In Abu Dhabi hat es ein bisschen länger gedauert, Vettels Polezeit hier zu toppen. Aber wir sind bei der 1:30.756 gelandet und das relativ früh. Wäre jetzt lustig, wenn der Plot-Twist wäre, ja, die sind im Regen gefahren, Dave. Ihr seht, dass der F2004 hier nochmal deutlich schneller war und eine 1:29.3 wohl mit dem möglich ist. Wir werden uns vielleicht auch mal irgendwann Michael Schumachers Polezeit hier nochmal vornehmen. Aber hier mal kurz das Setup im Hintergrund dann einfach mal komplett abgespielt, dass ihr das Ganze auch seht, warum das
ohne Setup so beastig ist, ganz einfach wegen der Gewichtsverteilung auf 9. Das ist tatsächlich ein bisschen unangenehm. Aber hey, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da gerne ein Abo raus, wenn wir beim nächsten Video dabei sind, gerne vorschlagen, welche Pole-Zeiten wir denn sonst noch toppen sollen. Bis demnächst und ciao!